Basel-Land-Tourismus hat eine ganz neue Liste ausgegeben, und zwar geht es um Top 10. Ja, wenn ihr noch nicht auf der Webpage gesehen seid, habt ihr bis jetzt noch keine Ahnung und ich probiere euch ein bisschen zu helfen. Bei mir ist der Tobi Jägimann. Tobi, was bedeutet das Top 10? Top 10 ist von uns eine neue Webseite, wo wir versucht haben, das Beste vom Kanton ganz knackig auf einen Nenner zu bringen. Wir haben 10 Kategorien mit jeweils 10 Supertipps. Jetzt hast du natürlich ganz kurz zusammengefasst. Jetzt wollte ich ein schönes Brückli machen. Warum sind wir denn hier im Lego-Museum? Eine von diesen 10 Kategorien sind Museen. Hier haben wir das Museum Basel-Land natürlich und auch ganz viele tolle, interessante Dorfmuseen. Aber wir haben gefunden, so ein bisschen als Kontrapunkt, passt das neue Lego-Museum eigentlich ideal. Das ist etwas, was die Leute fasziniert und begeistert. Jetzt haben wir hier wundervolle Möglichkeiten. Es geht um Spielen. Und Spielen ist natürlich ein Thema. Auf Dänisch sagt man Lego. Und das heisst dann, hab Freude am Spielen. Und damit sind wir beim Thema Lego. Jetzt bin ich nochmal zum Christian gegangen. Christian, wir haben gesehen, einen grossen Wassereinbruch. Die haben natürlich alles daran gegeben. Innerhalb von, glaube ich, 3 Tagen gerade noch eine neue Ausstellung gemacht. Und darum wollte ich auch noch zu dir kommen. Was sind denn die Komponenten von der neuen Ausstellung? Also, was wir gemacht haben, ist, dass wir ganz spezielle Technikmodell neu ausgestellt haben auf unserer Hebebühne. Sprich, wir haben im Prinzip die Reminiszenz an Monteverdi, sprich die Rennautos weggenommen und haben jetzt die Moxane hier, My Own Creation heisst das, Technikmodell, wo hier im Basel-Land jemand wunderbar kreiert, der Remo, und die sind jetzt gerade aktuell da. Wir haben den Potala-Palast hier bei uns und wir haben noch den Shop umgebaut und ein bisschen aufgeleuchtet, plus Schaufenster noch neu ausgerichtet. Also von dem her ist ganz viel passiert. Und wenn man am Sonntag sieht, wie alle hier zufrieden rumschauen, man kann auch mitspielen, aber die gehen sogar einen Schritt weiter, es gibt dann noch Workshops. Also die Idee ist schon mal mit der Zeit sicher Workshops zu machen, weil es kommen sehr viele Fragen zum Thema Mindstorms, es kommen sehr viele Fragen zu einer Homepage, die man einkaufen kann, wo die Leute sehr, sehr kompliziert finden, und da ist auch schon der Input gekommen und auch schon der Wunsch, dass man vielleicht einmal 2-3 Übungen, Schulung macht, wie man mit dieser Homepage umgeht. Wunderbar, jetzt interessiert mich natürlich noch, Tobi, Lego, eine gewisse Affinität? Ja, als Kind, jedes Kind hat Lego gespielt. In den jüngsten Jahren habe ich mehr mit Lego Duplo zu tun gehabt. Da musst du nicht ganz so fingerfertig sein, kannst du deine Kreativität freien Lauf lassen. Aber so einer für so einen Filigrantechniker, das bin ich nie gesehen. Also meistens bekommst du eine Packung und dann bist du stundenlang dran, der Sohn schaut dazu. Ich bin dann froh, wenn es erledigt war und das Ding hat ja nie kaputt gehen. Aber faszinierend ist es gleich und damit lassen wir euch, weil wir gehen jetzt nämlich fahren. Komm.